erstmal einen Radler geholt. Ich kann so nicht mehr. Es geht nicht. Ich bin auch mal gespannt, wann Basti todesmutig wird mit den ganzen Schokoschnäppchen. Mhm. Ich glaube, dafür habe ich hier nicht genug Schokoschnäppchen. Schnäppchen? Nicht genug Schokoschnäppchen! Auf der einen Seite hätte ich ja mal richtig Bock, einfach so ein, so ein Drunk-Stream zu machen. Auf der anderen Seite habe ich dann aber das Gefühl, dass ich echt assi rüberkomme. Aber lustig wär's, glaube ich. Mehr als sonst, Hust. Hallo? Drunk-Stream im... Im Sinne von, ich tue so, als wäre ich betrunken, oder im Sinne von, ich bin besoffen? Im Sinne von, ich bin. Ich weiß gar nicht, ob das bei Twitch so erlaubt ist, oder? Solange ich nicht kotze. Gebe ich da nicht aus. Ja, solange ich nicht kotze, weil das würde unter Self-Harming gehen, ist alles gut. Okay, halt dann. Warum nicht? Aber dann komme ich ja richtig assi rüber. Nee. Aber hier sowas wie ein Bildungsauftrag. Wir haben eine Kopfkamera zu wenig. Herr Schokoschnaps, wie sieht's aus? Ich kann dem hinzufügen. Nee, jetzt ist auch alles voll. Da sind vier. Ihr zittert voll bei mir im Bild, ne? Ich zittere nicht, ich laufe gegen den Tisch, wie es aussieht. Warum läufst du gegen den Tisch? Um meine Dominanz zu zeigen. Entschuldigung. Was? Gegenüber wem? Dem Tisch. Oder dem Tisch? Radio. Ja, lassen wir das. Ich drück auf Start, ne? Oh, die Elizabeth. No report this time. Be careful. You're going in blind. Oh, Räucherstäbchen hatten wir lange nicht mehr. Ich gehe schon mal. Ich bin mal nicht die Erste. Erstmal gucken, wo hier der Strom ist. Ich hatte vergessen, meine Taschenlampe anzumachen. Er meinte ja auch gerade, wir gehen komplett blind rein, ne? Wir gehen komplett blind rein. Denk dran, alle Türen aufmachen. Grad Wohnzimmer. Wenn das hier drin ist, dann schrei ich. Nee, ist nicht da drin, ist im Wohnzimmer anscheinend. Ja, 7 Grad. Ja. Okay. Bist du hier? Hörst du mich? Sind das deine hässlichen Schuhe hier? Bitte? Ich hab den Knochen. Hier beim Tisch. Weißt du, und gleich fängt wieder der Hand an, weil du über meine Schuhe gelästert hast. Du hast dieselben an. Dann nicht über deine, über die des Geistes. Ach so. Bist du hier? Leg das an. Danke. Hörst du mich? Ich bin mal weg. Ich auch. Ja, du bist mit Basti allein. Nein. Sag mal.
Warte, ich guck sie an. Ja. Die haben alle die gleichen Schuhe an. Und Lara, ja, sind übrigens die einzigen, die sauber sind. Das liegt wahrscheinlich dran, dass du Schuhgröße 48 hast und wir geschmeidige 39. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wir haben Gefriertemperatur. Das ist gut. Elizabeth Taylor. Schlag mal eins weiter. Was war das denn gerade? Ich wollte gerade sagen, da war doch was. Ja, ja, da rechts an der Wand, da hingen drei Bilder, jetzt nur noch zwei. Ja, ich hab's noch fallen gesehen. Ich hab erst gedacht, ja, das wäre ein Kopf. Macht ihr mal die Lampen aus oder dreht euch um oder so? Da ist eine Lampe. Die Lampe hat geflackert. In der Sekunde, in der ich über die Bildschirme bin, hat die Lampe geflackert. Kannst du mich das nächste Mal vorwarnen, wenn du von hinten kommst, Basti? Die Lampe hat geflackert. Kontext. Ja, Kontext, aber trotzdem. Also ich sehe nicht. Ich trau mich noch nicht mal den Meter da rein, um die Scheißlampe auszumachen. Ich komme. Trau mich nicht. Alles gut, alles gut. Ich habe hier meinen Mutradler vor mir stehen. Alles gut. Danke. Bitte. Hami unterstrich Koffein. Schnee 3-Not Edge Lara möchte gewarnt werden, bevor man von hinten kommt, Smiley mit rausgestreckter Zunge. Hami, du weißt schon, dass man das erstens hier auf der Aufnahme hört und zweitens, dass ich das Ganze auf YouTube hochlade, oder? Mal wieder. Ja, das ist scheiße. Bist du hier? Das ist scheiße. Kannst du mich hören? Wie alt bist du? Wohnst du hier? Gib uns ein Zeichen. Jo, jo, jo. Wohnst du hier? Lara, ich glaube, er ist vor dir. Ja, er ist durch den Bewegungsmelder. Kannst du mich hören? Wer hat das nicht angehört? Ich nicht. Da. Ich habe Fußabdrücke gesehen. Bist du hier? Außer den Gefriertemperaturen haben wir aber nichts, ne? Nee. Nope. Gib uns ein Zeichen. Kannst du mich hören? Schreib in das Buch. Stehst du an dem Schrank? Läufst du mir entgegen?
läufst du weg. Wie alt bist du? Hast du Angst? Jetzt wollte ich auch nicht mehr reden. Ja. Ich wollte das Ziel gemacht haben. Okay. Nicht, dass wir das nachher vergessen. Ja, das wäre doof. Ja, gut. Vor allem, weil das eines der schönen Ziele ist. Ja, ist schön einfach. Das ist doch schon mal gut. Dann könnten wir jetzt ja mal mit der UV-Lampe reingehen. Die liegt hier schon auf dem Boden. Ich bin auch schon durch, aber da ist nichts. Also zumindest bis jetzt. Ich warte mal drauf, bis das. Ich warte mal, bis das Licht ausmacht und guck dann an den Fingerabdruck. Okay. Fotoapparat liegt im Flur. Moment, ich mach schon. Da einer. Banshee oder Gespenst? Ich seh da nichts. Also wenn es eine Banshee ist, dann bin ich weg. Ciao. Gib mir ein Zeichen. Oder EMF. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Rede mit mir. Ich weiß, du bist hier. Zeige dich. Gib mir ein Zeichen. Danke, ist gut dann aus. Danke. Bitte? Los. Ich hab's nicht, aber sie ist direkt auf mich zugelaufen. Ich hab's an den Bewegungsmeldern gesehen. Sie spielt mein Licht? Das ist ja gut. Ich schmeiß mal EMF das Kruzifix dahin. Es war nur eine 2. Es fehlt uns nur noch Teammitgliedszeuge in das Geisterstens und der Geist. Wir haben gerade geguckt, wie das Licht gemacht hat. Warum fährt das nicht? Wir haben aber keine Fußabdrücke. Ne? Doch. Salz oder die grünen mit dem Dingen? Die grünen. Die grünen mit dem UV-Licht. Okay, dann ist es kein Gespenst. Dann ist es die Banshee. Gespenst schwebt, keine Fußabdrücke. Ich habe gerade was gehört. Der Schuh ist on fire. Da setzt Licht an, wer ist umgekippt. Ich habe ihn vorher, ganz genau, ich habe jetzt hier irgendwo nur Airship für sich. Der Schuh war vorher, der stand am Ort. Das heißt aber, wir brauchen einen EMF-5, ne? Ja, die Hesmoletten habe ich ganz genau gesehen. Bist du hier? Zeige dich.
Bist du freundlich? Bist du böse? Sollen wir 5? Habt ihr gesagt, es ist ein Benji? Ja. Aber trotzdem hat es gezählt. Nein. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Lara, da jetzt wieder rein. Bitte? Ich dachte, du wärst da wieder rein. Ja. Gib mir ein Zeichen. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Dein Ernst? LOL! Was ist das denn? Sie wissen, dass du da durchgekommen bist. Was ist das für ein Ding? Ich hab die Tür aufgemacht und bin rausgegangen. Können wir das bitte nochmal ausprobieren? Nein! Okay. Hallo, man kann die Tür nicht mehr zuhalten. Drecksgame, Alter, gleich deinstallieren. Oh Gott. Gib mir ein Zeichen. Zeige dich. Das ist ja Schwachsinn. Das hat Lara ja vorhin doch richtig gemacht. Und sag nicht daran, dass die Tür nach innen aufging, sondern einfach daran, dass man sie gar nicht leuten kann. Ich halte die Tür gerade mal fest. Probier sie mal aufzumachen. Ist offen. Ja, die ist offen. Ne, das ist also hier Peter, ne? Also ganz klare Nummer. Das ist hier ein Bug. Ein Bug? Bist du dir da sicher? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Zeige dich. Wie heißt sie? Okay. Also so ein Eindruck, wir sind so eine Gruppe kleiner Verschwörungstheoretiker, die versuchen alles mit Camps aufzunehmen und dann hier irgendwie von der Mauer zu rufen. Elizabeth Taylor. Okay. Elizabeth, hörst du mich? Bist du hier? Elizabeth. Lizzie, hier ist Jack Sparrow. Ich hab Rum dabei. Wer hat hier gerade die Tür versucht zu machen? Ich weiß nicht. Hami. Das ist, wenn mein Mann gerade reingekommen ist. Ja, hätte ich jetzt Ach, auch ja, gesagt. Ach ja, und da ist deine erste Reaktion, Tür zu schlagen. Ja, natürlich. Ich habe mir übrigens mal ein paar Videos zu Visage angesehen. Ich glaube, das ist ein Spiel, was ich niemals spielen werde. Heißt, ich werde es irgendwann spielen. Visage? Wie kommst du da jetzt vom Thema Weiß ich Mann nicht. Auf Visage? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte einfach irgendwas erzählt haben. Ich weiß es nicht. Willst du da jetzt irgendwie Sorgen machen? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du bist immer noch... Bist du hier? In VR schuldig.
Sag mal, ich hab das bis zu dem Treppenabsatz im Haus gespielt in VR. Mehr konnte ich nicht. Spiel's doch selber. Mach's doch selber. Finde ich das Wahnsinn. Weil ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden habe, wie ich meine PlayStation VR an dem PC angeschlossen kriege. Ah, okay. Ich glaube, das geht auch nicht, oder? Doch, es gibt irgendeine Software, aber ich habe mich ganz ehrlich gesagt noch nicht drum gekümmert. Wird mal Zeit, mit Fassungsstelle oder Skype? Ja. Elizabeth Taylor, also ich zeige weiß, dich. Dass du in VR noch einen Gegenstand mehr mitnehmen kannst, falls du nicht weißt. Bist du hier? Einfach standardmäßig ein Kruzifix mitgenommen. Das war ich nicht. Ich auch nicht. Und Basti ist ich weit auch weg. Nicht. Hat das gezählt? Hat das gezählt? Ja, hat es. Juhu! Yes. Ich kann gehen. Yeah. Was ist es jetzt nochmal? Benji. Benji. Basti. Haben wir alle? Warte, 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 warte! Entschuldigung! Ich hab nur Ja gehört! Ah, alles gut, alles gut, alles gut! Ich hab's grad nochmal eingeloggt. Das war knapp. So, was haben wir denn? Highschool. Oh! Ridgeview Roadhouse, das hatten wir, glaube ich, heute noch gar nicht. Farmhouse oder Prison? Aua, wir haben jetzt gerade auf die Zunge gebissen. High School oder Prison? High School? High School. Danke. Prison stelle ich mir richtig eklig vor, wenn die Türen aufmachen können. Prison ist auch, ohne das Öffnen der Türen schon scheiße. Ja, das ist richtig. Da hast du nicht so viele. Nee. Fertig? Astra, Jauko in der Flasche. Ist aber hier Astra-Kiez-Mische, deswegen Radler. Ist immer noch besser als Warsteiner. Ist nicht besser. Ja, das mag sein. Warsteiner macht Kopfschmerz. No reports of violence or sightings? Hättest du das verstanden? Aha. Ja. Finde ich gut. Jennifer Clark. Und ist freundlich, also ich bin damit einverstanden. Klingt mega langweilig. Easy job. Okay, Basti. Dann find du das mal schön langweilig. Mit Sicherheit. Jo.
Ich finde das übrigens nicht in Ordnung, dass ich wegen meiner Versprecher hier immer gemobbt werde. Leben eines Streamers. Was soll das heißen? Telefon! Augen auf bei der Berufswahl, sagt er. Deswegen mache ich das ja nicht hauptberuflich. Ah! Da hast du dich aber gerade schon schwer konzentrieren müssen für die Kombination Augen auf bei der Berufswahl. Wie viele von den Schokoschnäpschen hast du schon? Zu viele. Hat's oben oder unten geklingelt? Ich bin links rum, aber noch unten, da hat's geklingelt. Okay. Dann dürfte ich hier ja sicher sein. Nee, ich bin hier. Ist nicht schlimm. Bitte was? Ich dachte, du stehst da, aber das war Lara. Nein, ich bin in der Turnhalle. Wo soll das denn sein? Oh, hi! Hallo. Hallo. Machen Sie hier? Ich komme von der Regierung. Ja, es ist schon wieder. Ich überprüfe hier die Telefonleitung. Ja, scheint ja nicht so gut zu laufen hier. Andauernd klingelt es. Das sind Testläufe, die sind abgesegnet mit Präsidenten der Vereinigung für verlassene Highschools. Ah, okay. Ja. Ich würde jetzt vielleicht doch sagen, wir müssen nach links. Ja, könnte sein. Weil sonderlich viel ist hier. Ich warte einfach darauf, dass Basti den Raum wiederfindet. Ja, gute Idee. Das funktioniert ganz gut. Es ist auf jeden Fall effektivsten. Am effektivsten so. Leute. Das ist ja schlimm. Grausig. Unfassbar. Hallo, Person am Ende des Ganges. Also die Dame hier ist von der Vereinigung der Telekommunikationsgewerbe oder sowas. Genau, ich hab einen Auftrag von, ich komme von der Regierung, bin im Auftrag der Vereinigung für verlassene Highschools hier. Wir überprüfen die Telefonleitung. Nein.
Nein, Lucy hatte einfach nur 15 Stückchen Lakritz. Aha. Ja. Zucker! Vorbei. Oh mein Gott, ich habe eine Tür aus dem Fenster. Das könnte ich gewesen sein. Wieder das Telefon irgendwo. Ist das doch unten? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall irgendwo. Ich habe hier 12,6. Hier vielleicht? Hami. Hase! Hase! Hami. Fuck, ich hab den Raum. Ich hab den Raum. Nein. Wo denn? Oh, fuck, ey. Welcher? Basti, wo bist du? Oben oder unten? Könntest du uns... Scheiße. Wo bist du denn? Vom Eingang aus, unten, rechte Seite, ich glaube die dritte Tür. Ich habe ein Ding ans reingeworfen. Das...
warst du gerade auf dem Klo. Dankeschön. Mhm. Ist auch so ähnlich. Ja. Ami findet gerade nicht zum Aufheben. Das ist schlecht. Oh mein Gott. Oh. Wir haben es geschafft. 3 von 4. Das ist doch ein guter Schnitt, oder? Okay, ja. Dritte, vierte Runde für heute und es ist noch 2-mal jemand gestorben. Yay. 1%, 0%, 16%. Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Schnitt. Vielleicht hat man mich deshalb nicht gesnackt. Ich habe einen Bewegungssensor und eine UV-Lampe dabei. Ich möchte kurz anmerken, als Hemmi gesnackt wurde, habe ich mich in den Raum versteckt, in dem der Geist hier wohnt, möchte ich fast sagen. Ja, geil. Ich weiß nicht, ob das die klügste Wahl war. Läuft. Also die Hose war voll, als plötzlich die Tür aufging und irgendwie der Geist an mir vorbeigewatschelt ist. Oh Gott. Habt ihr jetzt beide ein Kruzifix dabei? Nein. Wieso fragst du? Ah, ja, nur so. Ich habe jetzt irgendwie nichts gewonnen. EMF 5 und Hami hat einen Ball gefunden. Yay! Ich hole mal eine Videokamera.
Fingerabdrücke habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe die UV-Lampe da einfach mal hingeschmissen. Und der Bewegungssensor hängt. Also Kruzifix habe ich auch reingeworfen. So ist halt nur. Ja, Marco, was willst du mir sagen? UV-Lampe? Die Lara hat eine UV-Lampe. Ja, die liegt in dem Raum. Oder meinst du, da also waren Fußabdrücke? Wenn da Fingerabdrücke sind, kannst du uns zeigen? Ah, wir haben ein Buch. Buch. Sehr gut. Dankeschön. Ja, wie so ein Hund. Hast du gut gemacht. Bist du ein Feini? Feiner. Ja. Keks. Ja, Revenant, Shade oder Uni? Achso, sie will wissen, wo ihr Buch ist. Basti hat das, glaube ich, mitgenommen. Das liegt im Raum. Also doch, doch kein Buch? Das habe ich im Raum so. Platziert. Oh. Ich platziere mal die Kamera. Ich komme mal mit. Weißt du noch, wie das war, als man sich keine Ausrüstung leisten konnte und man hier mit dem Pizzel Taschenlampen durch die Gegend laufen musste? Ach, das waren noch Zeiten. Könntest du das vielleicht unterlassen? Weil das sehr unangenehm ist. Aber dann wisst ihr, wie lange das noch. Es ist vollkommen egal.
Ja. Stopp. Ich hätte jetzt nicht übel Lust, dir einfach in die Fresse zu schlagen. Glaub mir, ich habe so viel Lust, da gerade zu machen. Oh. Hase, ich habe gesehen, dass du den Ball da neben diesen Schreibtisch geworfen hast. Ich konnte aber leider nicht gucken, wieso. Hatte das einen bestimmten Grund? Sie wollte bestimmt nur Ball spielen. Das kann ich mir bei Rami irgendwie nicht vorstellen. Ich habe halt gesehen, wo sie ihn hingeworfen hat, aber ich konnte. Sie hat sich jetzt ein Buch genommen und kein Ball. Den Ball hat sie dann nur hingeworfen, damit sie das Buch nehmen kann. Luzi, wer von uns beiden will da nochmal rein? Weil wir haben noch einmal Pillchen. Sei mir nicht böse, aber ich bin heute schon mal gestorben. Okay. Ich wünsche dir viel Spaß. Steht die Kamera? Yep. Ich habe versucht, den ganzen Raum irgendwie abzukriegen. Da ist ein Orb. Der kam direkt mittig von der Decke. Ich habe es auch gerade gesehen, bin mir nicht sicher. Lange nichts. Fake News? Nee, ich hab ihn gesehen. Ihn wirklich gesehen. Da ist er wieder gewesen. Da. Okay, also Gefriertemperatur, Geisterbox oder Buch? Phantom, Gin oder Shade? Die Shade würde ich mal ausschließen, tatsächlich. Haben wir noch ein Kruzifix? Ja, habe ich. Also einer liegt noch im Raum. Ich würde mal sagen, es ist auch kein Gin, weil wir haben keinen Strom, aber er jagt. Fake News. Okay. Übrigens, sie stand mehrfach vor unserer Tür. Und Hami hat sie die ganze Zeit beworfen. Ja, so ging es mir eben bei dem Farmhaus auch, als ich gestorben bin. Hilft leider nicht viel, aber gegen Aggression ist es gut. Also ich gehe da nicht nochmal rein, ich habe sein Team. Null. Ja, ich habe ja gerade Pillchen genommen. Sie ist gekrabbelt. Na, gekrabbelt toll. Oder gelaufen. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Ich gehe ja schon. Basti, wenn du redest, kannst du... Oh, Hami ist hier. Hallo, Hami. Ja, kann ich. Danke. Ohne Thermometer? Thermometer steht da vor der Tür. Stimmt, hab ich reingeworfen. Oh,
vorbei, Lars. Es ist vorbei. Ja, ich bin auch durch. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab grad mal das Ding hier betreten. Was ist denn das? Wo hast du dich verschickt? Kannst du nicht. Links rum, zweite Tür. Das ist sehr bedauerlich. Ich hoffe, der Recht. Bist du hier? Nur von der rechten Tür. Hörst du mich? Ich kann dich. Schreib in das Buch. Rede mit mir. Wie alt bist du? Kannst du mich hören? Bist du hier? Ich wusste. Rede mit mir. Wie alt bist du? Das ist so eckig, wie ihr über dem Flur krabbelt. Wir haben Box. Okay. Komm, raus. Wo kann ich nicht das schneller? Lachgummis gefunden. Dann ist es ein Gin. Fuck me! Oh mein Gott, das ist so eklig. Ich will keine krabbelnden Kinder. Ich habe sogar durch deine Kopfkamera hier auf dem Bildschirm noch ein Foto gemacht, aber man sieht nur gerade noch das Beinchen. Bäh. Basti? Ich bin hier. Ich würde mal sagen, verzieh mir uns. Hase, bist du da? Ich hoffe, du bist da und hast Gin eingeloggt. Sehr gut. Ich habe sie aggressiv mit ihren Hausaufgaben beschmissen. Sehr gut gemacht. Das ist nicht gut gewesen für mich. Ich bin zu alt für so eine Scheiße. Wann wolltest du nochmal Visa spielen? Habe ich doch gesagt, ich spiele das nicht. Ja, ist schon klar.
Aber ich bin heute richtig, richtig mutig. Das kann man ja nicht anders sagen. Oder dumm, je nachdem.